Hilfe, ich weiß nicht, ob ich mich bei diesem Typen melden soll, beziehungsweise wann ich mich bei diesem Typen melden soll. Immer wieder, wenn ich mich privat mit Mädels unterhalte, mit Freundinnen von mir unterhalte oder auch wenn ich mich berufsbedingt mit Frauen unterhalte, bekomme ich E-Mails mit ein und derselben Frage. Hey, ich habe diesen einen Typen kennengelernt. Wann soll ich mich denn jetzt bei ihm melden? Soll ich irgendwie 3 Tage warten? Soll ich mich sofort bei ihm melden? Soll ich anrufen? Soll ich eine SMS schreiben? Oder wie genau soll ich da mit ihm umgehen? Was soll ich da mit ihm machen? Und es gibt natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was man da machen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, die meisten Dinge, die da im Internet kursieren, sind meiner Meinung nach ziemlich irrelevant, ziemlich unwichtig. Denn du darfst dich 3 Tage lang nicht melden und so weiter und so weiter, Regeln halte ich für eine ziemlich, ich sag mal, bullshittige Angelegenheit. Wieso, weshalb, warum? Naja, ganz simpel, wer sagt dir denn, dass du dich 3 Tage lang nicht melden sollst? Das sagen die Leute, die Angst davor haben, dass du als bedürftig rüberkommen könntest. Das heißt, du sollst den Mann ein bisschen zappeln lassen, du sollst dafür sorgen, dass er Interesse an dir hat, du sollst dafür sorgen, dass er das Interesse an dir nicht verliert und so weiter und so weiter. Und das ist auch erstmal alles absolut legitim. Das Ding ist bloß, dass die grundlegende innere Einstellung, die dahinter steckt, meiner Meinung nach sehr, sehr ungesund ist. Denn der Mann, beziehungsweise ich muss andersrum anfangen, wenn du dich nicht bei dem Mann meldest, obwohl du es gerne machen würdest, einfach nur, damit er das Interesse an dir nicht verliert, gehst du davon aus, dass du nicht interessant genug bist, um für ihn dauerhaft interessant sein zu können. Und egal, ob du dich dann 3 Tage nicht bei ihm meldest oder ob du dich sofort bei ihm meldest oder wann auch immer du dich bei ihm meldest, früher oder später wird diese grundlegende innere Einstellung, die du hast, wird, sag ich mal, durchscheinen und der Mann wird merken, dass du da gewisse Unsicherheiten hast, dass du da, ja, ich sag mal, gewisse Unzulänglichkeiten hast, wo du selbst einfach nicht so stark an dich glaubst. Und sobald diese Dinge durchscheinen und der Mann merkt, dass es so ist, wirst du automatisch für ihn uninteressanter werden. Das bedeutet, die Frage, solltest du dich sofort melden oder solltest du dich später melden, ist eine Frage, die sich eigentlich gar nicht stellen sollte. Das ist eine Sache, die sollte eigentlich gar nicht zur Debatte stehen. Du solltest dich dann melden, wenn du Zeit und Lust dazu hast. Das heißt, wenn du den Mann freitags kennenlernst und du willst dich samstags bei ihm melden, dann mach das. Wenn du keine Zeit hast, weil du andere Sachen zu tun hast, dann meldest du dich eben erst später. Dann ist das auch absolut legitim, wenn du dich später meldest, nämlich erst am Sonntag, am Montag oder wann auch immer. Ich persönlich melde mich immer erst dann bei Frauen, oder früher, als ich noch Single war, habe ich mich dann bei Frauen gemeldet, wenn ich die Zeit dazu hatte. Das heißt, ich habe in meinem Leben relativ viel zu tun. Ich habe viele verschiedene Dinge, die ich zu erledigen habe, Arbeit, Freunde, Familie und so weiter. Und ich habe gar nicht die Zeit, andauernd darüber nachzudenken, ob ich mich jetzt bei dieser Frau melden soll oder eben nicht bei dieser Frau melden soll. Und du als Frau, als erfolgreiche Frau, solltest in deinem Leben, ich irgendwie blende das hier ein bisschen, solltest in deinem Leben verschiedenste Dinge zu tun haben, solltest in deinem Leben ja, generell einfach Dinge zu erledigen haben, die dafür sorgen, dass du ein spannendes, interessantes Leben lebst. Denn wenn du die ganze Zeit nur zu Hause bist und nichts zu tun hast, keine Freunde hast und ein langweiliges Leben lebst, dann ist klar, dass du die ganze Zeit darauf wartest, wann meldet er sich denn und dass du diese Gedanken hast. Aber sobald du anfängst, ein spannendes Leben zu leben, selbstbewusst zu sein und da einfach ein Leben zu leben, was dich glücklich macht, wirst du automatisch diese Frage dir gar nicht mehr stellen. Und das nächste Mal, wenn du dir diese Fragen stellst, soll ich mich jetzt bei diesem Typen melden, soll ich mich später bei diesem Typen melden, dann frag dich doch einfach mal selbst, was würde ich denn machen, wenn ich das spannendste Leben hätte, was ich leben könnte, so das traumhafteste Leben, was ich mir vorstellen könnte, wann würde ich mich denn dann bei ihm melden? Würde ich mich jetzt bei ihm melden, würde ich mich später bei ihm melden und so weiter und so weiter. Und dann melde ich eben genau dann bei ihm. Wir waren jetzt am Wochenende mit ein paar Freundinnen unterwegs und eine unserer Freundinnen hat einen Typen kennengelernt am Samstag und die haben sich dann sonntags gedatet und hatten 2-3 Stunden lang, keine Ahnung wie lange, waren sie auf dem Date und das Date lief super und sie wollte sich erst
gar nicht unbedingt bei dem Typen melden, hat es dann aber doch gemacht und es war eine sehr, sehr gute Entscheidung, dass sie das tatsächlich dann auch gemacht hat. Ganz einfach, weil das dafür gesorgt hat, dass sie ein wundervolles Date hat und wenn sie sich eben nicht bei ihm gemeldet hätte, wäre das eben nicht passiert. Von daher, natürlich ist es so, dass Männer sich bei Frauen melden können, dass Männer da irgendwie auch mal proaktiv werden sollten, aber auf der anderen Seite ist es auch so, muss man ehrlich zugeben, die Emanzipation ist Gott sei Dank so weit fortgeschritten, dass Frauen sich durchaus mal bei Männern melden können, weil es kann ja auch sein, dass der Mann sich einfach nicht bei dir meldet, weil er denkt, dass du vielleicht genervt bist, dass er nicht irgendwie bedürftig rüberkommen will, dass du andere Sachen zu tun hast und so weiter und so weiter. Das kann ja sein, dass er gar nicht weiß, dass du darauf wartest, dass er sich bei dir meldet. Und deswegen kannst du ihm ruhig mal einfach schreiben, hey, wie geht's dir oder was machst du oder wie auch immer. Ich persönlich bin ein großer Fan davon, erstmal dafür zu sorgen, dass eine Kommunikation per SMS stattfindet, also mich erstmal per SMS zu melden und dann von der SMS-Unterhaltung, sage ich mal, das Upgrade zu machen. Dahingehend, dass ich dann mit der Person telefoniere oder eventuell gleich per SMS oder WhatsApp ein Date ausmache. In diesem Sinne, mach dir nicht so viel Gedanken darum, wann du dich bei dem Typen melden solltest, wann du dich nicht bei dem Typen melden solltest, denn am Ende des Tages ist es, naja, nicht kriegsentscheidend. Wenn die Chemie zwischen euch stimmt, wovon ich mal ausgehe, sonst würdest du dir die Frage gar nicht stellen, ob du dich nach einem Tag meldest, nach 2 Stunden oder nach 3 Tagen, macht keinen allzu großen Unterschied. Natürlich ist es ein bisschen blöd, wenn irgendwie 2-3 Wochen dazwischen liegen, aber das ist ja eine ganz andere Thematik. In diesem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch, ein Gefällt mir für dieses Video geben würdest, wenn ihr mir einen Daumen hoch für das Gefällt mir geben würdet, wenn ihr mir ein paar Kommentare in die Videos reinschreibt, was euch besonders gut an dem Video gefallen hat, was ihr besonders spannend findet und welche Videos ihr gerne in der Zukunft hören wollen, sehen wollen würdet. Und dann sehen wir uns sicherlich in einem der nächsten kommenden Videos wieder, in der Hoffnung, dass ich dann noch ein paar weitere Fragen für dich, für euch beantworten kann. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video und bis bald.